Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema Hitlerjugend. Es gab ja, ich glaube, das nennen sich die Schwertworte. Jungvolkjungen sind hart, schweigsam und treu. Jungvolkjungen sind Kameraden. Der Jungvolkjungen höchstes ist die Ehre. Also alleine der letzte Satz kommt auf Stelzen daher. Und ich finde es furchtbar. Aber das haben wir gelernt oder lernen müssen. Und natürlich des Führers Lebenslauf. Unser Führer Adolf Hitler, geboren am 20. April 1889 in Braunau am Inn und so weiter und so weiter. Das war der kleine Lebenslauf fürs Jungvolk, die 10- bis 14-Jährigen. Und danach die eigentliche Hitlerjugend, die mussten dann den großen Lebenslauf lernen. Also das war Standard. Es wurde dann ja mit zunehmender Kriegszeit immer bedrohlicher für uns alle. Wir mussten also nachts immer runter, Fliegeralarm runter in den Keller und so weiter. Und am nächsten Tag fiel dann teilweise die Schule aus. Also, es gab die Kinderlandverschickung. Im ersten Schub bin ich noch nicht mitgekommen. Aber im zweiten Schub, da hieß es dann also, das Gymnasium, damals Oberschule in Harburg, wird geschlossen und mit Lehrkräften zusammen nach draußen ins Ausland, damit die, wir waren ja Deutschlands Zukunft, wir mussten ja geschützt werden, unser Leben musste geschützt werden. Und deshalb sind wir dann in die, das hieß erweiterte Kinderlandverschickung, da sind wir dann verschickt worden, das heißt die ganzen Klassen mit Lehrkräften, mit den größeren Jungs, die teilweise dann auch noch ganz zum Schluss auch noch zum Militär gekommen sind, teilweise. Und das waren also die HJ-Führer. Und es war dann so, dass in der Kinderlandverschickung, um das gleich mal vorwegzunehmen, war gewissermaßen ein Konkurrenzkampf da zwischen den Lehrkräften als Erzieher und den Hitlerjungs, die uns klein erzogen haben. Und das führte dann unter anderem dazu, dass wir in Mathe hatten wir dann einen Lehrer, der also eine forsche Handschrift hatte mit Ohrfeigen verteilt. Und dann hat mal einer von uns hat mal gefragt, ob das dann überhaupt erlaubt sei, dass Kinder und in Uniform, dass die geschlagen werden vom Lehrer. Da musste also dieser Lehrer ein reingewürgt bekommen haben. Und so, dann hatten wir den Dreisatz, den hatte aber so gut wie keiner von uns kapiert. Und jedenfalls, er kam rein, war sein Gesicht noch roter als sonst. Und der Dreisatz, gehe vor an die Tafel, der. Und dann ging das alphabetisch durch. Ich glaube, es hat keiner aus der Klasse eine bessere Zensur als 5 bekommen an dem Tag. Und die meisten, ich auch, eine 6. Und dann kam einer, den er auf dem Kieger hatte, seit eh und je, es gibt mir so eine Antipathie, und der ging also mit schlotternden Knien nach vorne und der Lehrer stand zufällig neben mir, hatte sein Notizbuch und mit überkippender Stimme, sitzen, 7! Und dann hat er ins Notizbuch eine 7 eingeschrieben. So, also, aber Kinderlandverschiebung, das war natürlich jetzt, fern von zu Hause und so weiter. Das ging schon unterwegs los. Wir haben einen Lehrer, dem wurde dann von den größeren Jungs da im Zug ein Spottvers, Hochgenosse so und so am Laternenpfahl und so weiter. Dann ist er da zu den größeren hingerast und wo er dann war, da fingen die dann weiter hinten an, den Vers. Also er hat die nicht erwischt, die größeren. Oh, und wir haben gestaunt. So geht man also mit Lehrern um. Oh, Donnerwetter, ja. Aber gut, ich sag mal, diese ganze Zeit haben wir verhältnismäßig gut überstanden, aber es war natürlich so, fern von zu Hause, es wurde ja auch nicht, Handy und dergleichen gab es ja alles nicht, es wurde also auch nicht telefoniert. Telefon, wir waren ja in Tschechien, Telefon, also nach Hause, das war nicht üblich. Und ging also nur schriftlich, Briefe hin und her und so weiter. Und irgendwann kam dann Telegramm, sinngemäß ausgebombt, wir leben und sind gesund. Und die halbe Klasse kriegte ein Telegramm.
Und das war im, ich habe das kürzlich erst das Datum durch andere Harburger, ältere Harburger erfahren. Ich wusste nicht mehr, wann das war. 25. Oktober 1944, da war dann also Harburg sehr in Mitleidenschaft gezogen und wir wurden also ausgebombt. Und ich erinnerte mich dann, Mensch, ich bin doch noch durch die Räume gegangen, ja, und habe mich praktisch verabschiedet. Ich bin wie ein kleines Kind da durchgehüpft und hab da so. Und ja, und was ist jetzt mit meinen Büchern, mit den ganzen Spielsachen und mit meinem Zeug? Und ich habe kein Zuhause mehr. Also es hat keiner von den Lehrern zu uns auch nur ein Sterbenswörtchen gesagt. Die hatten, vielleicht hatten die ein Schweigegebot oder ich weiß es nicht. Also wir wurden da schon in dieser Hinsicht sehr allein gelassen. Und ein Erlebnis, was ich auch erst kürzlich die ganzen Hintergründe erfahren habe, ist es wirklich wahr, im vergangenen Jahr, durch verschiedene Umstände, ein Mitschüler, der bei uns auf der Stube war in Meeresweißkirchen, tschechisch Ranice, das war ja das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren, also das heutige Tschechien. Einer war dabei, er lebt leider nicht mehr, der war Bettnässer und er war also, ich sag mal so, renitent. Gegen alles, was Obrigkeit war und so weiter, war er aufsässig und also er fiel insofern aus dem Rahmen. Was ich erfahren habe, war Folgendes. Er hatte eine Schwester. Die Schwester war ein paar Jahre älter und die war sehr lebhaft und sehr beliebt wohl auch. Und im ersten oder zweiten Schuljahr bekam die Meningitis, Hirnhautentzündung. Und da sind Schäden nachgeblieben. Die führten dann dazu, dass sie Anfälle bekam und schließlich dann auch von den Eltern, die konnten das nicht mehr bewerkstelligen, sie kam also ins Heim. Und dieses Heim, geleitet von einem Pastor, wurde dann, die Insassen wurden dann überführt nach Wien, und das war dann auch ein Heim, wo man erwiesenermaßen diese Menschen entweder zu Tode spritzte oder denen keine Medikamente gab und so weiter. Jedenfalls 14 Tage später war die tot. Die Eltern kriegten die Nachricht und bekamen Bescheid, ja, sie können also die Urne gegen Gebühr würde ihnen zugestellt. So, dann haben die also die Urne bekommen. Dann haben die gesagt, was machen wir damit? Wir bestatten die im Garten. Nein, 2-3 Tage später kam einer da vom Amt oder von der Gestapo, was weiß ich, hat die Urne wieder abgeholt auf Nimmerwiedersehen. Also nicht mal die Asche ist ihnen geblieben. Dieses alles hat dieser Junge ein Jahr vor der Kinderlandverschickung mitgekriegt und miterlebt. So, und er durfte natürlich nicht, auch die Eltern haben nicht über die näheren Umstände, soweit sie das wussten, haben nicht mit ihm darüber gesprochen. Dies alles bringt er als Belastung mit in die Kinderlandverschickung und kann auch nicht darüber sprechen, mit niemandem. Das hat also, sein ganzes Verhalten hat das erklärt im Nachhinein. Das war für mich also, wissen Sie, das ist so, dieses Nachrecherchieren und manchmal durch Zufälle und durch Querverbindungen, da sind dann Hintergründe, die dann etwas erklären, wo man damals zu dem Zeitpunkt als Junge keinen Zugang gehabt hat.